Aber es ist natürlich auch schon ein großer Genuss, mit so Ausnahmeregisseuren zum Beispiel zu arbeiten und mit Ausnahmeschauspielern zu arbeiten. Das ist auch toll. So ist es auch wieder nicht. Dann machen wir doch gleich den Schwenk von den Ausnahmeregisseuren zu der eigenen Regieausbildung. Es ist so, mir hat diese reine Schauspielerei selten genügt, weil ich bin ziemlich selbstständiger Mensch, auch mit einem guten Selbstbewusstsein. Und der Punkt ist ja, du bist als Schauspieler immer nur Erfüllung. Du tust das, was der Schriftsteller, so Gott will, ist es ein guter Schriftsteller, oder was der Regisseur sagt. Wenn das gut miteinander korrespondiert, dann ist es eine gleiche Partnerschaft. Dann ist es eigentlich am tollsten. Und nach dem strebt man immer wieder. Aber das findet man eigentlich wirklich sehr, sehr selten. Das gibt's nicht oft. Aber nach dem hechelt man immer, das will man immer. Und dann gibt es halt die, wenn du so Erfüllungsgehilfe bist und eigentlich die Dinge tust, wo du nur bedingt authentisch bist, da wird es dann ganz kritisch. Und deswegen, das ist einer der Gründe, warum ich auch unbedingt Regieausbildung machen wollte und auch Regie gemacht habe. Ich habe ja einige Regie gemacht. Die Regieausbildung habe ich nur nebenbei gemacht, muss ich sagen. Aber da muss ich auch dazu sagen, Regie ist halt auch ein Beruf, wo man die Grundlagen lernt. Schlicht und einfach. Also es gibt viele sogenannte Quereinsteiger, wo ich genau merke, dass sie ihren Beruf nicht gelernt haben. Jedenfalls, wie gesagt, die Grundlagen habe ich da schon mitbekommen. An der Falkenberg-Schule zum Beispiel als Gasthörer, dann in Theaterwissenschaft habe ich auch noch nebenbei studiert. Und da habe ich einiges mitbekommen. Und wenn ich dann Regie mache oder gemacht habe, das ist dann wieder ein ganz anderer Beruf und der macht mir auch Riesenspaß. Also macht das wahnsinnig gern. Da geht es wahrscheinlich auch ein bisschen ins Kaufmännische rein, dass man sich Gedanken über die Kosten machen muss, sag ich so. Du hast ein Budget. Aber da habe ich mich eigentlich nie drum gekümmert. Aber ich bin eher der Mensch des armen Theaters. Also mir reicht es, wenn auf der Bühne jemand ein Stück Holz hat und mit dem Holz alles macht, was überhaupt möglich ist. Also es gab den Peter Lühr, einer der ganz, ganz großen Schauspieler aus vergangenen Zeiten, aus den 60er Jahren, 70er Jahren an Kammerspielen, der hat gesagt, ich kann alles. Und zwar nicht aus Größenwahnsinn, sondern als Schauspieler, ich kann alles spielen. Ich kann den Wind spielen und ich kann den Stuhl spielen und ich kann den Fluss spielen, ich kann alles spielen. Und das ist was unglaublich schön ist, wenn man das weiß und wenn das auch gefordert wird und gefördert wird, dann ist das ein toller Vorgang. Also ums Kaufmännische, wenn ich mich ums Kaufmännische kümmern müsste, dann könnte ich das nicht.